Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel bei 04 Leverkusen gegen Hannover 96. Endstand 2:2. Herzlich willkommen im Mediencenter der Bayer Arena. Auch herzlich willkommen unseren Zuschauern in den VIP-Bereichen des Stadions. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Cheftrainer André Breitenreiter und Heiko Herrlich und darf wie immer zunächst den Gästetrainer um sein Statement bitten. Ja, vielen Dank. Wir spielen 2:2 in Leverkusen und ärgern uns schwarz. Wir sind sicherlich in der Anfangsphase etwas auch glücklich im Spiel geblieben, nachdem wir einen Elfmeter gegen uns hatten, den Michael Esser gehalten hat. Aber von da an waren wir eigentlich sehr, sehr präsent. Wir haben uns vorgenommen, von Anfang an den Gegner unter Druck zu setzen, hochzupressen, aktiv zu sein, wie wir es in vielen Heimspielen auch getan haben. So wollten wir heute auswärts auch antreten und ich finde, das ist sehr gut aufgegangen. Wir haben mutig nach vorne gespielt, haben gute Aktionen gehabt und sind dann auch durch einen wunderschönen Freistoßtreffer von Flo in Führung gegangen. Ja, in der Halbzeit haben wir uns vorgenommen, nochmal eine Schippe draufzulegen, noch mehr zu geben, geduldig zu bleiben, weil wir schon natürlich auch wussten, dass die Zeit auch für uns spielen kann, wenn jetzt Bayer Leverkusen nicht in Führung geht. So haben wir riesen Moral gezeigt, machen das 2:1 von Philippe nach einer Standardsituation und haben den nächsten Widerstand zu überwinden durch die gelb-rote Karte. Natürlich eine ärgerliche Situation, und die uns in Unterzahl gebracht hat, aber die Mannschaft hat einfach einen großartigen Fight abgeliefert. Erst dann im 4-4-1 als Umstellung, dann im 5-5-3-1 und das haben wir wirklich gut verteidigt, haben eigentlich nur aus der Distanz Schüsse zugelassen, Flankensituationen haben wir in der Mitte klären können, haben die eine oder andere Umschaltsituation auch gehabt, die wir ja vielleicht auch noch etwas besser ausspielen können. Ja, und so sind wir dicht davor, das Spiel zu gewinnen und für mich dann sogar vielleicht auch sogar verdient nach diesem großartigen Fight, aber haben eine Freistoßaktion in der letzten Minute und die müssen wir einfach besser ausspielen. Es war nicht clever genug, dort den Ball flach zu spielen, sondern dann chippt man den Ball in die Ecke, spielt auf Einwurf, auf Foulspiel oder auf den Eckball und so ermöglichen wir leicht den Gegenangriff, den Bayer Leverkusen natürlich super ausspielt und ein schönes Tor erzielt. Aber es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich nach einer Top-Leistung unserer Mannschaft über 90 Minuten. Dankeschön. Vielen Dank, André Breitenreiter. Heiko, bitte dein Kommentar. Ja, wir haben uns natürlich vorgenommen, heute hier die 3 Punkte hier zu behalten. Und das Ergebnis ist natürlich für uns eine Enttäuschung. Uns fehlt gerade absolut die Leichtigkeit und das Selbstvertrauen und auch das Spielglück in manchen Situationen. Ich denke, dass wir ganz gut ins Spiel gekommen sind, haben auch dann den Elfmeter, aber das ist im Prinzip sinnbildlich gerade für unsere Situation. Wir verschießen den und du hast fast das Gefühl, wir haben ein Gegentor bekommen, haben es dann trotzdem dann ein paar Minuten später eigentlich geschafft, uns zu sammeln und haben eine Riesenchance durch Julian Brandt, wo Wendell super reinspielt, Kai super über den Ball geht und er hat eigentlich die technischen Voraussetzungen, den Ball sauber mitzunehmen und da zum Abschluss zu kommen. Da hätte es dann nach 10 Minuten schon 2:0 stehen können, aber das fehlt gerade einfach, dieses Spielglück, und ja, deshalb fehlt uns auch ein Stück weit die Leichtigkeit. Und dann hat man gemerkt, dass die Mannschaft daraus ein Stück weit verunsichert war und wir haben viele lange Bälle hinten rausgeschlagen, immer versucht zu spielen. Wir wussten natürlich, dass Hannover uns presst und das war eigentlich auch immer gut unsere Stärke, dass wir da versuchen, fußballerische Lösungen zu finden, spielerische Lösungen zu finden. Bezeichnend ist dann im Prinzip das Gegentor, wo wir alle gut mitarbeiten, nach hinten zweimal den Ball eigentlich haben, Lucas Alario dann den Ball ins Zentrum reinspielt, woraus dann der Freistoß entsteht, hätte er den einfachen Ball hätte er die richtige Entscheidung getroffen, nicht, dass Sie mich missverstehen jetzt, den Ball einfach auf Jule Brandt rechts rauszuspielen, der Passweg war frei, dann laufen wir im 3-1 aufs gegnerische Tor zu, Situation, wie wir letzte Saison oft hatten und aber so war es halt eben nicht und der Freistoß entsteht und der landet dann im Winkel und trotzdem hat die Mannschaft dann eine Reaktion gezeigt, wir kommen zum Ausgleich und aber die Verunsicherung ist trotzdem geblieben, die absolute Sicherheit. Nach der Halbzeit hatten wir dann auch wieder die große Chance, in Führung zu gehen durch Julian Brandt und
das fehlt uns gerade einfach, diesen Bock dann umzustoßen, dass wir dann führen und das Ding erstmal safe machen. Und sonst haben wir eigentlich Hannover ganz gut verteidigt, auch die Standards trotz des Größenunterschieds oder des Größennachteils von Hannover ganz gut verteidigt, bis auf die eine, war auch noch ein abgefälschter Schuss und sind wieder in Rückstand, haben dann die Möglichkeit durch Dominic Kohr den Ausgleich zu schaffen. Die Chance ist nicht genutzt worden, dann war die Situation, dass wir in Überzahl spielen konnten. Haben dann versucht, über Leon Bailey und Karim Bellarabi über Flanken und den zweiten Stoßstürmer mit Isaac Thelin vorne reinzustellen, die hinter Brandt und Havertz noch versucht, dann sowohl über Distanzschüsse als auch über Flanken, aber konnten uns da auch nicht richtig durchsetzen. Die Mannschaft hat bis zum Schluss versucht, den Ausgleich zu erzwingen, was uns erst in der Nachspielzeit gelungen ist. Ich denke mal, ein früheres Tor hätte uns gut getan, weil er in den letzten Sekunden ja auch noch Lars Bender den Distanzschuss hatte. Also die haben alles versucht noch, aber die Leichtigkeit und das Spielglück und das Selbstvertrauen, ich denke, das sieht man, dass das fehlt. Und so ist es einfach zu wenig für uns, heute hier nur einen Punkt gegen Hannover da zu behalten. Dankeschön. Dankeschön, Heiko. Haben Sie Fragen? Bitteschön. Ich muss hier drücken, oder? Genau. Herrlich, Ihr Kapitän Lars Bender, der für mich auch sehr vorweggegangen ist heute, hat bei unserem Sky-Mikrofon nicht emotional und nicht hitzig, sondern sehr dezidiert nach dem Spiel ausführlich darüber philosophiert und gesprochen, dass nicht alle, die auf dem Platz waren im Leverkusener Trikot heute, an die Grenzen gegangen seien, die richtige Überzeugung hätten und nicht, dass der eine oder andere sich fragen müsse, ob sie über 90 Minuten alles gegeben haben. Das hat er mehrfach und dezidiert so gesagt. Teilen Sie diese Ansicht nach den 94 Minuten? Haben Sie ihn dann gefragt, wen er meint? Er hat gesagt, er könnte für sich sprechen, aber er hätte den Eindruck, dass der ein oder andere in dieser Mannschaft nicht an die Grenzen geht und nicht die nötige Überzeugung habe und auch manchmal nicht die nötige Einstellung. Ja, also erstmal können Sie jetzt nicht erwarten, dass ich einen Spieler von uns dann in die Pfanne haue. Das ist, halte ich für den falschen Weg. Ich habe schon gesehen, dass die Mannschaft bis zum Schluss versucht hat, das Spiel nochmal zu drehen. Es gibt Spieler bei uns, die haben sicherlich ein Phlegma, wo es manchmal so aussieht, als sind sie nicht bei 100% da. Aber das ist auch ein Stück weit ihre Stärke. Und wenn die Ergebnisse positiv sind, dann ist alles okay. Und wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie es ist, dann sucht man da gerne einen Entschuldigen. Aber die Spieler leben dann auch ein Stück weit von ihrer Leichtigkeit. Die werden nie so mit Schaum vorm Mund auf dem Platz stehen. Aber trotzdem darf man denen nicht komplett den Willen absprechen. Aber ich habe auch bei dem einen oder anderen Luft nach oben gesehen in der Leistungsfähigkeit. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Deshalb haben wir ja auch das Spiel nicht gewonnen und deshalb haben wir auch die eine oder andere Situation jetzt vielleicht nicht so entschieden für uns heute, dass er halt eben zum Erfolg geführt hat. Dankeschön. Bitteschön. Dietmar Fuchs. Herrlich, herrlich Rausrufe nach dem Schlusspfiff. Wie sehr schmerzen diese? Ja, man ist ja als Trainer oder als Spieler nicht da, dass man die Leute verärgern möchte, sondern man möchte eigentlich diese Leidenschaft, die man selbst hat, diesen Willen, die will man eigentlich transportieren und will den Leuten Freude schenken. Und dann ist es natürlich klar, dass man jetzt nicht Juhu schreit, wenn jemand Kritik übt, aber trotzdem ist sie natürlich absolut berechtigt, weil die Ansprüche von Bayern 04 sind natürlich heute gewesen, dass wir das Spiel hier gewinnen und insgesamt fehlen uns ein paar Punkte durch den schlechten Beginn. Und deshalb verstehe ich natürlich auch, dass der ein oder andere Fan und Zuschauer dann natürlich Kritik auch an mir übt. Herr Kollege, bitte. Frage an André Breitenreiter. Wie war das eben in der Kabine? In was für Gesichter hast du geschaut? War da nur Enttäuschung oder war da auch Stolz, so einen Fight abgeliefert zu haben? Ja, ich glaube, der erste Eindruck ist der gewesen, als wenn wir heute hier 4-0 verloren haben, weil wir einfach dicht davor waren. Ich habe im Kreis den Jungs auch gesagt, dass er hier wirklich eine
tolle, überzeugende Leistung geboten haben über 90 Minuten, dass sie mutig waren, auswärts in Leverkusen bei einer international erfahrenen Mannschaft so zu bestehen und auch so zu agieren, spricht für die Mannschaft. Und ja, sie hätte sich es wirklich sehr verdient gehabt, heute auch sich zu belohnen. Ist leider nicht gelungen und deswegen war entsprechend die Stimmung, wenn man in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer hinnehmen muss. Eigentlich Wahnsinn. Spielen ja unentschieden und sind geknickt, als wenn es eine Klatsche gegeben hätte. Herr Kremer, bitte. Herr Herrlich, das 0:0 in Freiburg wurde als klitzekleiner Fortschritt betitelt. Jetzt war es vermutlich wieder ein Rückschritt, dieses 2:2. Wo sehen Sie jetzt die ersten Ansatzpunkte, die Sie vor in der kurzen Woche jetzt im Training angehen müssen? Ja, die Jungs brauchen wieder Leichtigkeit und Selbstvertrauen. Und das werden wir versuchen, uns zu erarbeiten. Aber letztendlich bekommt man das nur durch Siege. Ja, ich glaube, das waren Ihre Fragen. Dann bedanke ich mich, darf die Pressekonferenz beenden und Ihnen allen einen guten Abend wünschen. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.